Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Geschwister, liebe Gäste, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich denke, vielleicht ein paar Leuten bin ich hier bekannt. Mein Name ist Nikolai Krause. Ich bin heute mit meiner Frau hier, Ludmilla Krause, meinen zwei Kindern, Henry und Sophie, die sind gerade unten in der Kinderstunde. Genau, ich möchte mich bei allen auch jetzt hier bedanken, gerade für diese ganzen Beiträge, für diese Zeugnisse. Es ist Balsam für die Seele, es tut gut zu sehen, wie Jesus Menschen zu sich zieht, wie er Menschen verändert, hinzufügt zur Gemeinde. Es ist schön zu sehen. Es lebt. Es lebt. An so einer Kanzel bin ich auch noch nicht gewohnt zu predigen. Es ist schön viel Platz. Ich kenne das immer eher an so kleinen Rednerpulten, wo das Predigtskript manchmal vorne oder hinter der Bibel ist. Aber hier kann man sich schön entfalten. Also ob ihr mich jetzt wieder einladet oder nicht, ich werde trotzdem kommen. Lasst uns den Galaterbrief aufschlagen. Galaterbrief, Kapitel 1. Galater, Kapitel 1. Bevor ich den Text beginne zu lesen, pflege ich es immer noch zu beten. Würde es euch was ausmachen? Danke. Herr Jesus, schwach kommen wir zu dir, mit leeren Händen, dass du sie füllst mit deinem geistlichen Reichtum, mit deinem Wort, mit dem Evangelium. Herr Jesus, ich bin auch komplett abhängig von dir. Gebrauche mich heute, Herr, das Evangelium klar weiterzugeben, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst, ermahnst, Herr, ganz fest zu dir ziehst. Herr, wir brauchen dein Wirken, deine Kraft, die hinter dem Evangelium steht, hinter dem Wort Gottes. Wir brauchen dich und so bete ich, Herr, dass du heute wirkst. Amen. Galaterbrief, Kapitel 1. Die Verse 6 bis 10. Die Verse 6 bis 10. Da heißt es, schreibt Paulus: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Sklave nicht. Das ist heute unsere Passage, auf die wollen wir uns heute konzentrieren. Schauen, was Gott hier sagt, auslegen, ja, die Reichtümer des Evangeliums hier herausziehen. Paulus, er gründete auf seinen Missionsreisen mehrere Gemeinden. Unter anderem auch in dieser römischen Provinz Galatien. Gemeinden wie zum Beispiel Antiochia, Ikonium, Lystra, Derbe, die gehörten gerade zu diesem Gebiet. Und höchstwahrscheinlich erging auch dieser Brief, dieser Galaterbrief, an diese Gemeinden. Er schrieb sie an diese Gemeinden. Nun, in welche Gefahr standen diese Gemeinden? Was war die große Gefahr?
Wenn wir diesen Galaterbrief durchlesen, also die 6 Kapitel, die sind in einer schönen halben Stunde machbar, dann ist das gar nicht so schwer zu erkennen. Die Gefahr ist, zurück zum Gesetz. Zurück zum Gesetz Mose, zurück zur Beschneidung. Das ist die Gefahr gewesen. Schaut mal her, ich lese euch ein paar Stellen vor, dann bekommen wir ein wenig diese Ahnung. Galater Kapitel 3, 1 bis 4. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Schaut mal her, Kapitel 4, 8 bis 11. Aber damals, freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Hier im gleichen Kapitel, schaut mal ein Vers, Vers 21. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Ja, hört ihr das Gesetz nicht? Eine letzte Stelle, Kapitel 5, 1 bis 4. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Sehe ich, Paulus, sage euch, dass wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Können wir es so ein bisschen rauslesen, ja? Was das Grundproblem ist dieser Gemeinden? Zurück zum Gesetz. Also Menschen, die hier zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sie standen in der Gefahr, sich abzuwenden von was? Von dem wahren und reinen Evangelium hin zum Gesetz. Hin zur Gesetzlichkeit. Mit Paulus' Worten würden wir hier sagen, wie wir es gerade gelesen haben, ihr seid aus der Gnade gefallen. Dieses Problem, das gibt es zuhauf. Ja, wir sehen es bereits auch in Apostelgeschichte 15 im Jerusalemer Konzil, wo Gläubige, heißt es, Gläubige aus der Sekte der Pharisäer kamen und gesagt haben, Apostelgeschichte 15, die folgenden Verse, die gläubigen Heiden, also die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, sie sollen sich beschneiden lassen, ja, und sie sollen das Gesetz tun, das Gesetz Mose halten, ansonsten werden sie nicht gerettet. Also schon damals, man hatte mit diesem Problem zu kämpfen, ja, die Apostel hatten mit diesem Problem zu kämpfen. Immer wieder dieses Zurück ins Gesetz zerren. Und Paulus schreibt hier, wenn wir wieder zu unserem eigentlichen Text zurückgehen, er sagt hier in Vers 6, ich wundere mich. Ich wundere mich. Griechisch taumazo bedeutet, ja, sich verwundern oder erstaunt sein. Förmlich erstaunt sein über etwas. Hier in diesem Kontext natürlich im negativen Sinn erstaunt sein, dass die Galater sich so schnell abgewendet haben von diesem reinen, von diesem wahren Evangelium. Und wisst ihr, dieses Abwenden vom Evangelium, das ist gleichzusetzen mit dem, dass sie sich von Gott selbst abwenden. Von Gott selbst abwenden. Schaut mal, er sagt hier, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium abwendet. Also ihr wendet euch von jemandem ab.
Wenn man das Evangelium ablehnt, lehnt man auch den ab, der das Evangelium gibt. Lehnen Sie die Botschaft ab, lehnen Sie den ab, von dem die Botschaft kommt. Nämlich Gott selbst, ja. Der die Galater, hier heißt es, durch die Gnade Christi oder in der Gnade Christi berufen hat. Gerufen hat, ja. Christus Jesus hat durch sein Werk, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, hat er eine Grundlage geschaffen. Er hat Gnade ermöglicht. Ohne Christus wäre keine Gnade möglich. Gott müsste uns alle gerecht behandeln und das wäre nicht schön. Wir wären alle verloren. Aber Christus hat diesen Raum der Gnade ermöglicht durch sein Werk. Und auf dieser Gnade oder in dieser Gnade beruft Gott, er ruft, er hat uns gerufen zum Heil, zur Rettung. Und wie macht er das? Wie ruft Gott? Kommt eine Stimme aus dem Himmel und ruft? Nein, er ruft durch das Evangelium, durch die Verkündigung des Evangeliums. So ruft Gott zu sich, zum Heil, zur Rettung. Und ihr seid alle Zeugen. Irgendwann kam ein Zeitpunkt, vielleicht waren es auch mehrere, wo ihr das Evangelium gehört habt. Gesagt habt, ich komme. Ich komme zu meinem Hirten, zu meinem Herrn. Nun, Paulus ist erstaunt, er sagt, wie geht es, dass ihr euch so schnell abwendet vom anderen, zu einem anderen Evangelium, heißt es hier, ja? Wie in Galater 3, wer hat euch verzaubert, denen doch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Ich habe ihn euch doch glasklar gepredigt, in aller Klarheit. Warum seid ihr so schnell offen und empfänglich für ein anderes Evangelium? Wieso toleriert ihr es so schnell? Wie geht das? Interessant, dieser Ausdruck, ein anderes Evangelium. Mich hat das an eine andere Stelle erinnert. Schlagt mal auf, 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 1 bis 4. Dass ihr doch ein wenig Torheit von mir ertragen könntet, doch ertragt mich auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn, ja, oder eure Gedanken verdorben und abgewandt werden von der Einfalt oder Reinheit gegenüber dem Christus. Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder, jetzt, ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. So ertragt ihr es gut, so toleriert ihr es. Im Prinzip wie in Galatien, ja, wie bei den Galatern. Es ist interessant, es ist die gleiche Wortwahl, die er nimmt, ja, dieses andere Evangelium. So sind die Gemeinden bereit, etwas anderes schnell aufzunehmen, offen zu sein, empfänglich zu sein. Natürlich. Rein mit der falschen Botschaft. Gibt es ein anderes Evangelium? Gibt es einen anderen Jesus, einen Alternativ-Jesus, ein Alternativ-Evangelium? Paulus beantwortet es selber, schaut her, wieder zu unserem Text, Vers 7. Wo es doch kein anderes gibt, ja, oder das kein anderes ist. Es gibt kein anderes Evangelium, es gibt es nicht. Es gibt nur ein einziges, es gibt nur einen Jesus Christus. Einen wahren Sohn Gottes, so wie wir ihn aus der Schrift kennen. Was meint also Paulus mit diesem Ausdruck, ein anderes Evangelium? Nun schaut mal her, aus dem Kontext kann man sehr viel dann herauslesen. In Vers 7 sagt er, dass kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Das ist mit dem anderen Evangelium gemeint. Ein verdrehtes Evangelium.
Das griechische Wort, interessant, für verdrehen lautet metastrepho und es bedeutet etwas in etwas Gegenteiliges verwandeln, umwandeln. Ich habe mal, es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 2,2, da heißt es, die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden. Metastrepho, also dieses Wort. Ja? Eine Verwandlung findet statt. Und so auch hier, diese gute Botschaft wird zu einer schlechten Botschaft verwandelt, verdreht, zu einer falschen Botschaft verdreht. Es ist eine Irrlehre, kurz gesagt, eine Irrlehre, ganz einfach, mit der die Galater verwirrt wurden, durch wen? Durch den Einfluss falscher Brüder, falscher Gläubige, die kommen, die sich als Christen ausgeben und was Falsches verkündigen. Sie wurden verführt, sie wurden verwirrt, heißt es hier. Ja? Ich habe vorhin gesagt, dass diese Gläubigen im Gebiet Galatien, sie standen sehr in der Gefahr, zurückzufallen zum Gesetz. Ja? Jetzt dürfen wir uns das aber nicht so vorstellen, dass sie praktisch Jesus Christus und das Evangelium abgelehnt haben, komplett abgelehnt haben und unter das reine Judentum gekommen sind, sage ich mal, ja, unter das Gesetz. So, denke ich, war es nicht. Es war Tücke, List, sehr tückisch. Was meine ich damit? Ich habe es mal so definiert, dass die Galater zu einer Art Mischung oder Gemisch verführt wurden. Zu diesem andersartigen Evangelium. Das heißt, ihnen wurde gesagt, das Evangelium, ja. Jesus Christus, ja, natürlich. Das Kreuz, ja, Amen. Die Auferstehung, ja. Alles, ja. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Ihr müsst noch zurück zum Gesetz und euch beschneiden lassen und das Gesetz tun. Das ist diese List. Das ist die Irrlehre. Christus, Jesus, ist nicht genug. Das ist die Irrlehre. Er reicht nicht aus. Jesus plus, könnte man sagen. Ja? Jesus und. Wisst ihr, ich denke, würden die Brüder sagen, nun ja, also die falschen Brüder, wendet euch von Christus ab und befolgt das Gesetz, dann denke ich, wäre es sehr offensichtlich. Und die Galater hätten gesagt, nein, so haben wir es nicht gehört. Das werden wir lassen. Aber so arbeitet der Teufel nicht. So arbeitet Satan nicht. Wie wird er genannt? 1. Mose 3 sehen wir ihn als listige Schlange, nicht wahr? Ein Engel des Lichts, wie in 2. Korinther 11, der sich verstellt und so auch seine Diener der Gerechtigkeit. Ja, sie verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit. Sie kommen hin, alles sieht äußerlich so gut aus, heilig aus, keusch, schön. Sie verstellen sich. Und in Wirklichkeit gehören sie nicht dem Herrn, sondern predigen falsche Lehre. Ich denke, wir kennen das aus anderen Religionen. Wir kennen das aus anderen Sekten. Ja, dort sehen wir Satan auch in voller Aktion. Ja, auf den ersten Blick hört sich alles gleich an. Ich weiß nicht, ob ihr schon Gespräche geführt habt, ja, mit den Zeugen Jehovas oder mit den Mormonen. Biblisches Vokabular wird verwendet, biblisches Vokabular. Man redet mit ihnen und es hört sich auf den ersten Blick zu Anfang alles gleich an. Es wird Jesus genannt, die Mormonen sagen sogar Buße, das hört man ja heute schon seltener hinter der Kanzel. Buße tun, was ist das? Sagt er, ja, du musst Buße, dann sage ich, Amen, ist richtig. Und dann entwickelt sich das Gespräch weiter und tiefer und dann merkt man, das ist ein anderer Zug. Das ist ein anderes Evangelium, ein verdrehtes Evangelium. Dann redet man mit den Zeugen Jehovas und sagt, ja Jesus. Und dann redet man, kommt man tiefer und merkt, ja, aber Jesus ist bei ihnen nicht Gott. Es ist ein Engel. Sagt man, was?
Und so gibt es in allen Bereichen diese Unterschiedlichkeiten. Satan verführt und ist tückisch und sagt, ja, ich mache es nicht so offensichtlich. So leicht, so ein bisschen beimischen. Ja? So ein bisschen Sauerteig noch rein. Und dann wird es alles durchsäuert. Kennt das mit dem Wohlstandsevangelium, nicht wahr? Was will Gott? Dass dir immer gut geht. Wohlfühlevangelium, ja? Dass dir gut geht, dass du reich wirst, dass du Erfolg hast. Ist nicht schriftgemäß. Und Paulus, er wird hier rigoros, ja? Man könnte förmlich wirklich in diesen Zeilen lesen, dass er sehr angespannt ist, sehr emotional. Weil er weiß, dass das Evangelium das einzig Wahre auf dem Spiel steht. Ja? Wenn es darum geht, dass der Inhalt, jetzt ganz gut zuhören, dass der Inhalt des Evangeliums verdreht wird, ja, dann wird er rigoros. Schaut mal her, es gibt hier einen interessanten Vergleich. Wir haben gerade vorhin diesen Text gelesen in Galater 1. Jetzt schlag mal mit mir kurz auf Philippa. Philipper 1. Und zwar, da heißt es in Philipper 1, ab Vers 12 lese ich mal. Da geht es auch um das Evangelium, ja? Aber achtet mal darauf, wie Paulus hier anders reagiert. Die Reaktion, ganz interessant. Er sagt hier, Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln, also Paulus war im Gefängnis, vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Und jetzt, einige zwar predigen den Christus, auch aus Neid und Streit. Einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Jene verkündigen den Christus aus Streitsucht, nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Und jetzt, was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. In beiden Texten geht es um das Evangelium. Hier ist Paulus rigoros und sagt sogar, wir kommen gleich zu dem Text, verflucht. Und hier sagt er, ich freue mich. Was ist der Unterschied? Wisst ihr, hier sehen wir im Philipperbrief, es gibt einige, die predigen das Evangelium aus einer falschen Motivation, aus einer falschen Herzenshaltung. Wir haben es vorhin gelesen hier, aus Neid, aus Streit, Streitsucht, ja, nicht lauter. Das war die Motivation und das ist nicht gut, das ist natürlich nicht gut. Aber worüber freut sich Paulus hier? Er freut sich nicht über die falsche Haltung, sondern dass Christus gepredigt wird überall und dass es sich verbreitet, dieses Evangelium. Darüber freut er sich. Aber was im Galaterbrief, um was es im Galaterbrief geht, ist, der Inhalt des Evangeliums wird verdreht. Der Inhalt selbst wird verdreht, dass es zu einer anderen Botschaft kommt. Im Philipperbrief war es nicht so. Da war es einfach die falsche Haltung, aber das Evangelium wird gepredigt. Hier ist es der Inhalt und das macht ihn rigoros. Und er sagt, wenn das auf dem Spiel steht, es steht zu viel auf dem Spiel. Und er benutzt ja eine sehr harte Wortwahl, wir kommen jetzt gleich dazu. Schaut her, was er im Vers 8 sagt. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das sind sehr harte Worte. Sehr harte Worte. Hört man wahrscheinlich auch nicht allzu oft hinter der Kanzel, ja? Verflucht. Da werfen die Leute vielleicht Steine.
Ich habe mir mal dieses Wort angeschaut. Anathema, verflucht. Ganz interessant. Interessante Wortbedeutung. Es heißt, eine Gabe oder ein Gegenstand, der Gott übergeben wird. Er wird Gott gegeben, aber zu einem bestimmten Zweck, zur Zerstörung, zur Verdammnis. Es verfluchen, Anathema. Übergeben zur Zerstörung. Wir haben da gute Parallelen aus dem Alten Testament. Ihr kennt, als das Volk Israel die Städte einnimmt, das verheißene Land, da gehen die auch auf, es waren mehrere Städte, aber das klassische Beispiel ist Jericho, wo dann die Mauern einfallen. Und dann steht diese Stadt mitsamt dem Inhalt, also mit dem Vieh, mit den Leuten, mit allesamt, sie stehen unter dem Bann. Sie sind unter dem Bann. Und das ist hier gemeint mit dem Fluch. Sie sind unter dem Fluch, sie sind zur Zerstörung preisgegeben. Gott hat sie praktisch, sie werden Gott übergeben zur Verdammnis, zur Zerstörung. Und wir sehen letzten Endes, es wird alles zerstört. Alle zerstört. Außer die Hure Rahab mit ihrer Familie. Also wie sieht es für diejenigen aus, die den falschen Brüdern, die ein verdrehtes Evangelium herantragen, die ein verdrehtes Evangelium predigen? Paulus stellt sie Personen gleich, die Gott übergeben werden zur Zerstörung, zur Verdammnis. Verflucht. Er nimmt dieses Wort, Paulus nimmt dieses Wort und gebraucht es auch in Römer 9. Da sagt er, denn ich habe gewünscht, durch einen Fluch, auch hier Anathema, ja, von dem Christus entfernt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also was beinhaltet dieses Wort noch? Anathema. Es heißt, entfernt sein von Christus. Getrennt sein von ihm. Und das betrifft nicht nur diese falschen Brüder im Galaterbrief, sondern wisst ihr wen noch? Ich lese euch einen Vers vor, braucht ihr jetzt nicht nachschlagen, 1. Korinther 16. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Es ist sehr hart, sowas zu hören. Also ich behaupte, dass es einen Großteil der Menschheit gibt, die den Herrn Jesus nicht lieben, aufrichtig lieben, von Herzen lieben. Und was Paulus hier sagt, ist, die sind übergeben der Zerstörung, der Verdammnis. Wenn Gott nicht einschreitet und Gott nicht belebt, zu sich zieht, die Augen öffnet, Glauben schenkt, dann sind sie zur Zerstörung übergeben. Das sind, denke ich, sehr viele. Man könnte meinen, Paulus lehnt sich hier ein bisschen weit aus dem Fenster, gerade weil er so hart redet, so diese harte Wortwahl. Warum sagt er sowas noch mit so einer Überzeugung? Verflucht sind diejenigen, die ein verdrehtes Evangelium predigen. Wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, Paulus weiß, es steht viel auf dem Spiel. Er kennt das Evangelium. Von wem hat Paulus das Evangelium empfangen? Von wem hat er es empfangen? Hat er es von irgendeinem Menschen empfangen? Von den Aposteln in Jerusalem? Von Petrus oder Johannes, Jakobus? Nein. Hat er es von einem Engel empfangen? Nein. Hat er es sich irgendwie selber beigebracht? Nein. Wisst ihr von wem? Schaut mal her, Vers 11. Galater 1, 11 bis 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Von wem hat Paulus das Evangelium bekommen? Von Gott selbst, von Christus selbst, übernatürlich durch Offenbarung. Er kannte das Evangelium, aber wie genau?
Und deswegen sagt auch zuvor, ob euch ein Engel was anderes verkündigt oder ein Menschen oder sogar wir, wenn wir euch wieder was anderes verkündigen, er sei verflucht. Ja? Weil Paulus hat das Evangelium direkt von Jesus Christus empfangen. Ja? Und keiner steht über Christus, keiner steht über Gott selbst, weder ein Mensch noch ein Engel. Und deswegen bleibt er so fest dran und sagt, bleibt dran, bleibt an dem wahren Evangelium dran. Ja? Paulus hat es aus der Quelle, wir würden sagen, vom Herausgeber selbst. Ja? Wie einer, der ein Buch herausgibt, er ist der Autor, der Herausgeber, er kennt den Inhalt. Und so auch Gott selbst, es ist seine Botschaft, es ist nicht Paulus' Botschaft, es ist nicht meine Botschaft, es ist Gottes Botschaft, es ist das Evangelium Christi. Und Paulus nimmt es, bekommt es übergeben, bekommt es offenbart und gibt es getreu weiter in der Verkündigung, so wie wir es auch heute tun. Wir wollen es getreu weitergeben und nicht verdrehen, weil es ist nicht unsere Botschaft. Und Paulus weiß, warum nimmt er diese harte Wortwahl? Es steht viel auf dem Spiel. Zum einen Gott wird extrem entehrt. Ja, ich habe es vorhin gesagt, es ist seine Botschaft, sie wird verunglimpft, sie wird verdreht. Und was steht noch auf dem Spiel? Die Rettung der Menschen, die Errettung der Menschheit. Warum? Wie werden Menschen errettet? Wie werden wir errettet? Alleine durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die gute Botschaft. Wie wir es in Römer 10 kennen, ja, also ist der Glaube, woher? Aus der Verkündigung, aus dem wörtlich Gehörten, ja, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wird den Menschen ein falsches Evangelium gepredigt, ein verdrehtes Evangelium, so können sie nicht gerettet werden. Dann lebt man in einer falschen Gewissheit und denkt sich, naja, ich denke schon, dass ich irgendwie errettet bin und in Wirklichkeit geht man verloren, weil das Evangelium verdreht wurde. Der Inhalt wurde verdreht. Hier bei den Galatern wäre es so wie, ja, glaubt ruhig an Christus, aber er reicht nicht. Lasst euch beschneiden. Füllt das Gesetz aus. Tut das Gesetz. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Ich sage es nochmal. Christus Jesus genügt und nichts, absolut nichts, kann ich durch meine Leistung hinzufügen. Er reicht. Er reicht. Er ist genug. Wisst ihr, wir hatten heute diese schönen Zeugnisse, ja. Und kennt ihr diese Befreiung, ja? Zu sagen, guckt mal her, ich bin zum Glauben gekommen und ich bin mir jetzt gewiss, und ich möchte das wirklich an euch alle herantragen, ich bin mir jetzt sicher und gewiss, er hat alles getan. Es gibt andere Religionen, die sagen, ich glaube, dass meine Leistung reicht. Nein, nein, wir glauben, dass seine Leistung reicht. Sein Verdienst reicht. Er ist genug. Und darin, wisst ihr, das ist die schöne Frucht aus dem Ganzen. Wenn ich das erkannt habe, dann kann ich ruhig werden. Und ich habe meinen Frieden. Und ich bin nicht so aufgewühlt und denke mir vielleicht auch, am Ende meines Lebens, hat es jetzt gereicht? Wird der Herr mich denn annehmen? Muss ich nicht noch mehr Gutes tun? Nein! Er reicht! Er reicht! Und ich darf darin Ruhe finden. Versteht ihr? Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Nicht, dass ich was ergänze. Er hat alles gemacht. Punkt. Und ich lebe ein Leben, nicht aus Druck zu ihm, nicht aus Zwang zu ihm, sondern aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit zu ihm, zu seiner Ehre. Ist das nicht schön? Ist das schön? Ist das nicht Freude? Habt ihr diesen Frieden? Habt ihr diese Ruhe? Also mir fällt so ein Brocken runter, wenn ich so viel Erleichterung, so viel, weil ich weiß, er ist genug. Er ist genug. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Wo waren wir? Genau, ich kann nichts hinzufügen. Er ist genug. Schaut mal, ich fand, der John MacArthur hat das mal so schön ausgelegt. Galater 3, 13 bis 14, bekannte Verse.
heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. So ein schöner Text. Ich wollte nur jetzt anknüpfen, ja, dass Jesus genug ist, weil der John MacArthur sieht diesen Text und sagt, ja, wo bin ich hier? Wo bin ich? Wo ist meine Leistung? Wo ist sie? Sie ist nirgends. Er hat's getan. Er ist zum Fluch geworden für mich, damit der Segen Abrahams zu uns käme, die Verheißung, nämlich des Geistes. Er hat's gemacht. Alles, ich darf in ihm ruhen. Zurück zu unserem Text. Ja, Paulus, er weiß, es steht hier sehr viel auf dem Spiel und deswegen gebraucht doch diese harte Wortwahl und er wiederholt sogar nochmal die Aussage, ja, und sagt, wenn euch jemand was anderes verkündigt, der sei verflucht, ja. Haltet fest am wahren einzigen Evangelium. Geschwister, ich denke, wie wichtig, und ich denke, das wird ja auch gepflegt, das wird hier gemacht und darüber bin ich sehr froh. Ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir das Evangelium aus der Schrift, wie wir es kennen hier, ja, dass wir es hochhalten, bewahren, in der Gemeinde bewahren. Ja, das Gesunde. Dass wir es schätzen, dass wir es würdigen und es nicht zulassen, dass falsche Brüder, vielleicht auch schleichen, vielleicht kommt es ganz allmählich und man merkt es nicht gleich, hierher kommen und etwas Verdrehtes verzapfen, Verdrehtes verkündigen. Denn wisst ihr, was die Folge ist? Die Gemeinde verdirbt. Die Gemeinde geht kaputt. Wenn das Evangelium zerstört wird, wird Christus zerstört. Für uns ist es deshalb, für jeden Einzelnen ist es wichtig und gut, dass wir selber persönlich das Evangelium kennen. Damit wir auch beurteilen können, was ist richtig, was ist falsch. Damit wir nicht so hin und her wie eine Meereswoge, ja, geschwappt werden. Ja, und der sagt das, ja, dann nehmen wir das an. Ah, der sagt wieder das, ah, dann nehmen wir das auch an. Ach, das, ah, ja. Ja, was jetzt? Wir müssen das Evangelium selbst kennen, ja. Ich meine, das wird wieder nochmal eine Extra-Predigt einholen. Ja, das Evangelium, es ist umfangreich, ja. Aber es ist wichtig, dass wir es kennen, dass wir das Evangelium, dass wir Christus kennen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, er ist das Evangelium. Er ist der Inhalt des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium lesen, was sehen wir? Wir sehen die Person. Wir sehen die Person. Wir sehen sein Wesen. Es geht um Jesus Christus. Es ist sein Wesen. Es ist sein Leben. Es ist seine Tat. Alles um ihn herum, das ist Evangelium. Ja? Was sagt der Engel, als Jesus Christus geboren wird? Was sagt er den Hirten? Ich verkündige euch frohe Botschaft. Ja? Übersetzt heißt es, ich evangelisiere euch. Der Heiland ist gekommen. Die Geburt Christi. Ist sie nicht Evangelium? Natürlich ist sie Evangelium. Ist nicht das Leben Christi Evangelium, was er gelebt hat, unter dem Gesetz gestellt, alles vollbracht? Was könnte uns sonst am Kreuz übertragen? Welche Gerechtigkeit? Er hat uns seine Gerechtigkeit übertragen. Warum? Weil er das ganze Gesetz gehalten hat. Und er überträgt sie uns, als hätte ich das ganze Gesetz gehalten, als hätte ich das Leben Christi gelebt und er ist zur Sünde geworden für mich. Ist das nicht Evangelium? Natürlich ist das Evangelium. Ist der Tod Christi nicht Evangelium? Natürlich. Das Begräbnis? Ja. Die Auferstehung? Ja. Christus ist das Evangelium. Und wenn ich ihn rausnehme, was habe ich? Was habe ich dann? Schwester, was habe ich? Ich habe nichts. Ich habe alles rausgenommen. Dann habe ich, eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Gesetzen, die ich dann kalt tun muss? Nein. Ich finde es immer so schön, wisst ihr, ich hole gerade ein bisschen aus, ich darf eigentlich gar nicht so weit ausholen. Was sagt die Zeit? Okay, ist noch was da, ja. Ich finde es immer gut, versteht ihr, guck mal, warum lernen wir aus der Bibel, warum lernen wir aus der Schrift? Wir lesen einen Text und denken, ja, jetzt habe ich den Text gelesen, ja, interessante Tipps, interessante Gebote, ja, die werde ich tun. Das ist nicht in erster Linie gemeint. Wisst ihr, was durch die Lehre passieren soll? Wir wollen zur Person durch die Lehre. Durch die Schrift wollen wir zur Person gelangen. Wir wollen ihn sehen. Und wenn ich da nicht hinkomme, dann
tue ich es zweckentfremden. Es verliert seinen Zweck. Ich muss hier zur Person gelangen, denn er ist das Wort. Ich muss zu ihm. Und das beginnt, wisst ihr was? Evangelium geht nicht los ab Matthäus. Nein. Es geht aber los ab 1. Mose 1,1 und endet in der Offenbarung. Da geht Evangelium los. Überall. Sehen wir das? Lesen wir so die Schrift? Sehen wir so den Jesus Christus? Ich hoffe, ihr seht ihn. So. So, wo waren wir jetzt? Vers 10. Damit möchte ich auch abschließen. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Interessant ist, wenn wir wieder den Kontext betrachten, was geht mit dieser falschen Lehre einher, mit diesem falschen Evangelium? Paulus sagt Menschengefälligkeit. Menschengefälligkeit, ja. Ehre von Menschen. Schaut mal her, er sagt es hier immer wieder, Galater 6, da merken wir es, da können wir es herauslesen. Galater 6, ab Vers 11, da sagt er, seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, befolgen das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Guckt mal hier noch, Kapitel 5, Vers 10. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? Da ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. Ich wollte, dass sie auch abgeschnitten werden, die euch aufwiegeln. Also wir merken, diese falschen Brüder, sie predigen ein verdrehtes Evangelium. Und was ist das Ziel? Was haben sie für ein Anstreben, für eine Motivation? Menschenehre, Menschengefälligkeit. Sie wollen bei Menschen gut ankommen. Sie wollen sich ihrer rühmen. Sie wollen auch nicht verfolgt werden, haben wir gelesen. Das ist nicht die Weise, wie Paulus es auch macht. Ja? Es soll nicht menschengefällig gepredigt werden. Wisst ihr, wie wir das aus unserem eigenen Leben kennen? Ich nehme mich da persönlich als Beispiel, wie mir das schon oft passiert ist. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, über den Glauben, über das Evangelium, wisst ihr, wie ich selber gemerkt habe, wie ich das Evangelium verdrehe? Indem man nur das Positive sagt. Kennt ihr das? Nur das Positive. Jesus bei dir, Jesus liebt dich. Solche Sachen, solche Worte wie Sünde, Buße, Gericht, Hölle, kommt nicht so gut an. Lieber lasse ich diese Sachen aus, damit es menschengefällig ist. Dann ist er vielleicht mit mir ganz gut und sagt, hey cool, Jesus liebt mich, alles gut, ja, so kann ich mein Leben leben. Das verdreht das Evangelium. Warum? Weil es nicht das volle Evangelium ist. Das verdreht den Sinn. Wir brauchen das volle Evangelium. Mit der Liebe Christi, dass er sein Leben lässt für uns, aber gleichzeitig auch mit dem Gericht, wenn wir ihn abweisen und selber gerade stehen wollen für unser Leben. So kann es passieren. Ja. Nein, wir wollen nicht so reden, dass es den Leuten in den Ohren kitzelt. Ja, biblisches Vokabular. Ja, das ist nicht die Weise. Schaut mal her, er sagt hier noch, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ganz interessant. Er sagt, mein Ziel ist es nicht, den Menschen in allem zu gefallen mit der Botschaft. Nein, denn ich bin Christi Sklave. Das ist die Übersetzung Doulos. Ich bin Christi Sklave, das heißt, ich bin sein Eigentum. Ich gehöre ihm. Ihm. Er ist mein Herr, ich bin sein Sklave. Wir sind Christi Sklaven, Eigentum Christi. Und oft haben wir dieses negative Bild, ja, dass ein Sklave, ein Herr
mit seinen Sklaven nicht gut umgeht, ja. Aber der wie ein Tyrann ist. Aber so haben wir Christus Jesus nicht kennengelernt, nicht wahr? Er ist ein Herr, der zu den Seinen kommt und sagt, ich lege mein Leben hin für dich. Ich lege mein Leben hin für meine Sklaven, für meine Schafe, für meine Kinder. Und Paulus sagt, weil ich sein Eigentum bin, werde ich nicht menschengefällig reden, sondern ich werde das Evangelium treu als Herold weitergeben, den Inhalt weitergeben, wie ich ihn offenbart bekommen habe. Und so auch wir, so auch wir. Ich will eine Stelle lesen zum Abschluss, da sehen wir, wie Paulus das in der Praxis einfach vollzogen hat. 1. Thessalonicher, und dann komme ich wirklich schon zum Schluss. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Da sagt er, denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter großem Kampf. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinheit, noch mit List, jetzt, sondern so wie wir von Gott als bewährt befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Und so weiter. Ja. Das war seine Haltung. Und ich denke, das soll auch unsere Haltung sein. Ich möchte abschließen, ja, lasst uns wirklich vor Augen halten, dass wir auch hier, dass wir Christi Eigentum sind, dass wir sein sind, seine Sklaven, ja, und unser liebevoller Herr von uns verlangt, das Evangelium zu bewahren, treu weiterzugeben, ja, und es nicht an Menschen anpassen. Es ist seine Botschaft, es ist Christi Botschaft. Das ist mein großes Anliegen hier. Bewahrt das Evangelium hier. Es birgt so viele Reichtümer. Und glaubt mir, die Gemeinde, sie blüht auf, sie wächst, weil sie Christus im Fokus hat. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und ich bete zum Abschluss.